Hi, hier ist Timo von kletterninleipzig.de und in diesem Video will ich dir 10 einfache Übungen zeigen, die du machen kannst, um deine Schultergelenke zu stabilisieren, Kraft aufzubauen und diese zu dehnen. Diese sind für uns Kletterer besonders wichtig, weil während dem Klettern machen wir in der Regel diese Bewegungen. Es ist unheimlich wichtig, dass wir auch die Antagonisten trainieren und deswegen habe ich für euch 10 coole und einfache Übungen vorbereitet. Dafür braucht ihr keine Ausrüstung, keine Gewichte. Und wir werden 10 Übungen machen. Jede Übung geht 30 Sekunden mit kurzen Pausen. Dafür habe ich hier eine Stoppuhr und lasst uns schon mal beginnen. So, Start. 4, 3, 2, 1. Und die erste Übung, Aufwärmung. Schulter nach vorne und nach hinten bringen. Wichtig ist es, gerade zu stehen. Hier bauen wir Spannung auf. Also, ja. So. 5, 4, 2, 1 und Pause, 10 Sekunden. Die nächste Übung geht so. Schulter werden wir nach oben bringen und dann runterziehen. Nach oben und runter. Und auf geht's. Hier bei dieser Übung gerade stehen, also im Bauch Spannung aufbauen und Schulterblätter nach unten ziehen. Fünf, vier, drei. So, kurze Pause, 10 Sekunden. Nächste Übung geht so. Wir werden Rotationen machen, Schultern quasi kreisen. So, erstmal nach vorne, auf geht's. Und nur die Schultergelenke machen die Bewegung, nicht eben die Arme. Nicht die Arme, sondern nur die Schulter. So, zurück, andere Richtung. Pause. So, jetzt kommen wir zu der ersten Übung. Das waren die Aufwärmungsübungen. Jetzt die erste Übung. Kleine Finger zusammen und wir werden die Arme nach hinten ziehen. Auf geht's. Kleine Finger zusammen und nach hinten ziehen die Arme. Als ob ihr die Ellenbogen hinter dem Rücken zusammentun wollt. Nach hinten, vorne, nach hinten, vorne und nach hinten pressen. So. Pause, 10 Sekunden. So, nächste Übung ist sehr ähnlich zu der ersten. Genau, Dreieck hier machen, kurz über den Kopf und werden die Ellenbogen runterziehen. Auf geht's. Genau, hier gerade stehen, im Bauch Spannung aufbauen, hoch und runter, hoch. Zwei, eins, Pause. Gut, die nächste Übung ist Unterarme zusammentun. Genau, die Ellenbogen werden zwischen Mund und Nase bewegen und wir ziehen das Ganze nach oben. Also das machen wir nicht. Unten zusammenhalten, pressen und nach oben ziehen. Fünf, vier und Pause. Sehr gut. So, nächste Übung geht so. Arme auseinander und wir werden die Ellenbogen quasi hinter dem Rücken zusammen tun wollen. Auseinanderziehen, zusammen. Auseinander und zusammen.
5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. So, die nächste Übung geht so. Im Ellenbogen, Gelenk 90 Grad Winkel und werden nach hinten pressen und runter pressen. Auf geht's. Nach hinten, runter. Schon etwas anstrengend. 4, 3, 2, 1. Hoch. Und die letzte Übung ist sehr einfach. Das ist auch so eine Theraband-Übung. Wir haben aber heute kein Theraband dabei. Arme so, 90 Grad Winkel und quasi, als ob wir ein Band auseinanderziehen wollten. So, 5, 4, wunderbar. Und die letzte Übung geht so. Arme auseinander, eine Handfläche nach oben, eine nach unten. Und wir werden die Handflächen mal wechseln. Das dehnt auch sehr gut unsere Schultergelenke. Und das ist auch die letzte Übung. Und 4, 3, 2, 1 und fertig! Jawohl, sehr gut! Wir haben es geschafft. Also ich hoffe, dass dir diese Übungen gefallen haben. Und würde ich mich freuen, wenn du ein kurzes Kommentar da lassen kannst. Und sag mal einfach, ob es war anstrengend oder einfach. Genau, würde ich mich über eure Meinung freuen. Und bis nächsten Mal.